Guten Morgen, 6.30 Uhr und ich bin schon wach und brauche ein Frühstück. Ja, ich mache mir gerade wieder Wasser warm für ein Cappuccino, für ein warmes Getränk und mal wieder Porridge zu machen. Oh, eine sehr warme Nacht, 16 Grad sind es jetzt schon wieder, es ist leicht bedeckt, dadurch ist es natürlich warm geblieben und das Zelt ist absolut trocken. Kein Tau, kein Niederschlag gewesen. Echt super, das so einpacken zu können. Ich habe sehr gut geschlafen. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ja, die Autobahn ist hier doch ziemlich nah wieder. Aber dieses dauernde Geräusch, das fällt dann überhaupt nicht auf, wenn man kaputt ist und müde ist. Ja. Es ist ja 6.30 Uhr, so ja, 8 Uhr kann ich den Schlüssel wieder abgeben fürs Sanitärhaus und dann kann es gleich auch losgehen. Wie es mag, ich bin Frühaufsteher, also geht es für mich auch immer früh los. Ich hoffe auch bei schönem Wetter, weil Regen ist nicht ganz ausgeschlossen heute. Aber es wird nicht mehr so viel wie gestern. Gewitter werden wohl nicht kommen, aber wie gesagt, etwas Regen. Heute geht es nach Zittau. Etwas bergauf, bergab und dann ja, geht es heute weiter. Naja, ich werde hier erstmal frühstücken. Alles zusammenpacken, ein Teil habe ich schon gepackt. Ja, und dann geht's ab. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Das ist also die schöne Stadt Bautzen. Sehr schön, muss man echt gesehen haben. Eine tolle Innenstadt wieder, tolle Altstadt. Alles dabei, Dom, Schloss, Ruinen von ganz alten. Also das ist echt toll hier. Das kann ich nur empfehlen, da hochzufahren. Ja, hochzufahren. Es liegt oben auf jeden Fall. Der Weg hierher war auch immer hoch und runter. Schon ganz schön anstrengend am frühen Morgen. So wird es weitergehen, ja, wie man sieht. Wetter noch nicht perfekt, es regnet so ein ganz bisschen, aber irgendwie macht das gerade gar nicht. Es ist so warm wieder heute Morgen. Der Campingplatz, ja, so war er ganz toll. Alles okay, aber 18,50 die Nacht für ein Zelt. So viel Annehmlichkeiten war jetzt auch nicht. Die Lage war natürlich toll wieder an diesem schönen See da. Aber naja, ein bisschen viel fand ich das jetzt, aber kann man nichts machen. Die Preise sind vielleicht auch etwas gestiegen in dieser Zeit. Ich habe es auch trotzdem gern bezahlt, denn so eine Dusche ist echt was Gutes. So, und jetzt, das war die erste schöne Stadt, die ist jetzt vorbei. Es geht weiter zur Quelle. So, kleine Orte sind dazwischen und am Ende kommt Zittau.
bestimmt auch noch eine schöne Stadt, die ich mir vielleicht auch noch mal heute anschauen werde. Wenn der Regen aufhört, naja, noch ist es nicht viel. Vielleicht muss ich mich jetzt kurz mal unterstellen, aber ich habe schon auf dem Radar geguckt, das ist nur ein ganz kurzer Spritzer, dann hört das auf. Ja, und jetzt sind es noch 72 bis zum nächsten Campingplatz in Zittau. Also noch ein ordentliches Stück und ordentlich Höhenmeter. Also, naja, aber schöne Bilder wird es bestimmt geben. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei beim Schauen. Hinter Bautzen war doch jetzt ein schöner Streckenabschnitt, aber wie ihr hört, anstrengend. Hoch und runter, bis zu zweistellige Prozente. Richtig schwer mit Gepäck, aber ich schaffe es. Und das Tal gerade eben war richtig schön, so wie man es kaum erwartet. Felsig, eingeschnitten, richtig toll. Und da hinten sieht man wieder die höheren Berge oder Hügel. Gesagt, und der Weg geht hier immer durch Alleen, aber das bedeutet meistens Wurzelschäden. Das war auch gestern ein Riesenproblem auch noch. Aber weiter geht's. Ist wieder so komisch warm, aber nach Regen sieht es erstmal nicht aus. Hier bin ich jetzt in Schierigeswalde. Eigentlich wollte ich hier noch gar nicht sein. Eigentlich wollte ich ein Frühstück einlegen, aber Sonntagsbrötchen ist hier echt ein Problem. Hätte ich mal im Bautzen mal lieber mehr gucken sollen. Kein Bäcker hat jetzt auf am Sonntag. Nichts. Ich weiß gar nicht, wie die hier überleben sonntags. Ja, und gerade eben, ja, seit Großpostwitz wollte ich eine Pause machen, eine Frühstückspause. 7-8 Kilometer ist das hier. Nichts. Eine Bank an der Hauptstraße, eine einsame, das war da. Die einzig schöne Bank, die war natürlich belegt. Und jetzt erst hier gibt es eine. Und man hat hier viele, viele Aussichten, richtig schön. Wassermühlen, fast jeden Kilometer, wie man hier sieht. Schön am Rauschen, die Spree.
Richtig toller Fluss hier. Und auch das Städtchen hier. Da oben die Kirche. Richtig toll. Ja, richtig schöne kleine tolle Orte gibt es hier. Da folgen auch noch einige, aber ich muss jetzt erstmal hier Hunger stillen. Es sieht zwar etwas dunkel aus, aber Regen, glaube ich, ist erstmal noch nicht angesagt. Die Sonne hat es echt schwer. 9 Stunden Sonne war vorher gesagt, aber das ist unmöglich noch zu schaffen. Einfach zu dampfig heute. Aber ich will mich eigentlich darüber nicht beschweren. Es ist richtig schön angenehm. Nicht zu heiß, nicht zu warm. So jetzt schon so um die 20 Grad. Wärmer muss es auch gar nicht werden. Also richtig top. Und wenn es hier so weiter so aussieht, auch schön. Aber ich muss unbedingt jetzt erstmal meinen Hunger stillen. Der ist jetzt ordentlich groß geworden, weil die letzten Kilometer waren auch sehr anstrengend. Es ging sehr viel hoch und runter. Teilweise 2-stellige Prozentwerte wieder. Dadurch habe ich jetzt richtig Hunger bekommen. Naja, da muss ich erstmal Pause machen. Da hatte ich doch mal wieder gut getimt mit der Pause. Es fing an zu regnen, ich musste noch umziehen. Einmal unter das Dach. Und dann jetzt auf der Strecke gab es natürlich noch so eine Umleitung, gut ausgeschildert, aber völlig über dem Berg. Also es wurde echt Zeit, dass ich da was esse. Hier ist noch so ein kleiner Stausee. Strecke ist schön. Und wenn man so in die Wälder guckt, wie hier jetzt auch, alles kahl. Ja, da sind auch ziemlich viele Ecken, auch braun, tot, auch hier in der Gegend. Man sieht, es ist so gut wie ganz Deutschland ist betroffen vom Waldsterben. Hätte man ja nie gedacht damals. Dann dachte ich, saurer Regen macht alles kaputt. Und im Endeffekt ist es dann doch der kleine Borkenkäfer, der es so gerne im Hub hat. So eine warme Perioden, die wir jetzt hatten vom Sommer her. Ja, jetzt geht's weiter. Mal sehen, was jetzt noch an Steigung kommt. Hier ist doch noch mal eine wunderbare Karte. Bin jetzt hier längs gefahren. Hier ist die Sirgitzwalde. Dreimal entlang. Jetzt stehe ich da. Also nur ein paar Meter weiter ist hier die tschechische Grenze. Und jetzt geht es so weiter. Hier längs. Oh, hier wird es wieder hochgehen. Ach, immer so weiter. Warum denn hier unten? Naja. Zu viel los wahrscheinlich. Und da unten ist Spreeborn, da geht's hin und da ist die andere Quelle, die richtige Spreequelle oder auch nicht. Ja, wie man es sieht, die hat wieder 2 Quellen, aber man kommt an beide ran. Es regnet wieder so ein bisschen, eigentlich hat es nie aufgehört, immer so ein bisschen getröpfelt, so wie gestern. Gestern war auch immer so ein bisschen, jetzt ist wieder ein bisschen mehr. Ist nicht, dass unbedingt Regenklamotten anhaben muss, aber irgendwie nervt das auch. Naja, so viel Glück, wie ich sonst schon immer hatte,
ist es diesmal halt nicht. Es ist halt schlechter wie angesagt. Aber trotzdem ein schönes, ruhiges Tal hier. Hier stehe ich jetzt mal ganz kurz so ein bisschen in Tschechien. Man gehört nicht zum Weg, aber die 100 Meter vom Weg ab musste ich doch mal nutzen. Einfach mal. Und dieses in diesem Jahr mal in Tschechien gewesen zu sein. Letztes Jahr bei meiner nicht ganz einfach Tour war ich auch mal am Dreiländereck. Da war ich auch mit so einem Schritt mal in Tschechien. Ja, wie dieses Jahr denn auch. Irgendwann geht es bestimmt noch mal richtig darüber. Aber dieses Jahr halt nicht. Aber naja, jetzt geht's weiter. An der Spree entlang. Hier wird es jetzt richtig hügelig. Mann, was eine Steigung, aber doch schön. Weil diese Aussichten sind ja immer klasse, wenn man oben ist. Auch wenn es anstrengend ist. Ich genieße das eigentlich. Auch wenn das schwierig ist. Aber ich mache es gerne mal, dass es bergauf geht. Gerade wegen den Aussichten. Die habe ich ja im Flachland nicht so. Deswegen ist das für mich was Besonderes. Und es geht hier auch wieder weiter. Aber eins kann ich sagen. Es ist ruhig hier. Also wer Ruhe sucht, hier wäre man genau richtig. Ja. Weiter geht's. Mal sehen, wann die Quelle kommt. Den großen Berg, an den wir entspringt, hatte ich ja schon von da oben sehen können. Siehst du, ich habe ihn gefunden, den Spreehorn, aber da bin ich vorbeigefahren, ich habe den gesucht gerade eben, hin und her gefahren, ach, hier ist das jetzt, naja, habe ich jetzt gefunden. Wie es hier auch steht, es gibt fast eigentlich drei Quellen. Bin jetzt hier am Spreehorn-Pavillon. Es gibt natürlich noch den oben, den höchsten geografischen Punkt der Quelle, am Kottmar und nochmal einem Ortsteil Neugernsdorf, aber ich glaube, das ist hier am beeindruckendsten und mache hier oben an Kottmar. Da möchte ich mich auch noch mal hochquälen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich bin schon ganz schön kaputt, denn die letzte Strecke war nicht so schön. Die war Berge hoch und runter natürlich, aber auch die Strecke war nicht so toll. Bebautes Gebiet, keine Aussichten. Irgendwie war das nicht so schön. Das waren auch schon etliche Kilometer bis hierhin. Aber jetzt bin ich hier, wie man sieht, hier schwirrt das voll mit Insekten. Aber egal, jetzt muss ich noch mal hoch. Na Kottmar, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oh, es ist schon wieder 14 Uhr. Aber wenn ich da oben bin, dann geht es weiter nach Zittau. Das ist auch nicht mehr so weit. Und dann vielleicht auch mehr bergab wieder. Aber naja. Mal gucken, Wasser ist drin, glaube ich. Jo. Kein schönes Quellwasser, aber es erfüllt seinen Zweck. Okay. Dann geht's gleich weiter. Boah, nochmal wieder hoch zum Bergquellort.
Wie ihr hört, hört ihr nichts. Ja, ich kann es nicht, selber nicht begreifen. Aber die GoPro hat an dieser Stelle den Ton nicht mit aufgenommen. Keine Ahnung warum. Ich kontrolliere das auch immer mal wieder, ob alles in Ordnung ist, aber an dieser Stelle nicht. Und ausgerechnet an dieser wichtigen Stelle, da habe ich so ein langes Fazit über diesen schönen Spreeradweg gezogen, mehrere Minuten lang, jede Menge Sterne vergeben. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, was ich gesagt habe, aber nur eins, es ist auf jeden Fall ein schöner Radweg, hat kleine Schwächen hier und da, aber es ist eine Reise wert auf jeden Fall. War es echt schade um die Aufnahme, aber naja, ich kann jetzt nur sagen, es geht jetzt weiter Richtung Zittau auf den D4. Der D4 Radweg, der gefällt mir hier ganz gut. Man fährt hier immer an diesem Tal des Flusses Landwasser hier Richtung Zittau, also richtig schön. Mal oben, man hat dann Aussichten, ein bisschen besser natürlich, weil es nicht so hoch ging, fast nur bergab jetzt. Gefällt es sowieso ein besser. Aber die Aussichten waren schon recht toll. Die Bauten hier sind echt, da zum Beispiel ein alter Hof wieder, gerade eben auch, Mann. Gut anzuschauen, also ein guter Weg, gut asphaltiert, das rollt hier richtig gut. Weiter, naja, noch 10 Kilometer bis zum Campingplatz. Ja, super, ich bin hier auf dem Seecampingplatz angekommen, hier bei Zittau oder in Zittau, auch richtig toll gelegen. Hinten ist der See, hier kann ich mir irgendwo das Zelt aufstellen, wo man will. Auch Autos, die können alle hier parken, wo sie wollen. Es ist keine Parzellierung. Echt klasse, mal was ganz anderes. Ich habe mir jetzt hier die Baumgruppe mit
Sitzplatz ausgesucht, Strom, ach, Wasser ist auch nicht weit weg. Und echt klasse. Oh, ich würde jetzt erstmal schnell das Zelt, es ist noch lange nicht mal 5 Uhr, Zelt aufstellen. Ich glaube, es ist sogar noch Zeit für die City, für Zittau. Das sind nur ein paar Kilometer von hier weg. Das werde ich, glaube ich, nutzen wieder. Muss ich vielleicht wieder nicht kochen. Schnell das Zelt aufbauen und dann geht es in die City. Da habe ich Lust zu. Und das Wetter ist jetzt auch richtig toll geworden. Hier ist es richtig nass. Muss ich sagen, es muss hier nochmal richtig gegossen haben. Da habe ich auch wohl nochmal richtig Glück gehabt auf der Strecke. Aber auch das letzte Stück, ich muss sagen, das war richtig toll. Mache jetzt zum Schluss am größeren Fluss, den Mandau. War echt klasse. Das war schön zu fahren. Okay, Zelt aufbauen und dann geht es nochmal in die City. Ein richtig schöner Abschluss des Tages. Nochmal eine Stadtbesichtigung. Ja, war auch wieder recht schön. Und natürlich, wenn Stadt, dann Essen. Es gab Pizza. Wow, das hat gut getan. Ja, der Kocher. Ja, ein bisschen habe ich hier schon benutzt. Mal sehen, ob es was morgen so gibt. Aber hier ist ein richtig tolles Plätzchen, wo ich jetzt hier wieder bin. Unglaublich, habe ich nicht so schön wieder erwartet. Das Zittauer Gebirge. Richtig schön zu sehen im Hintergrund. Jetzt reißt das hier total auf. Es ist blauer Himmel, die Sonne geht gleich da hinten unter. Oh Leute, war ein schöner Abend. Nicht zu erwarten gewesen. So, aber man sieht, da bildet sich schon ein bisschen Nebel da in dem Tal. Also richtig, richtig unglaublich toll jetzt wieder hier. Wow, das ist Urlaub. Das war es. War heute wieder ein richtig schöner Tag. Kann ich sagen. Der Weg war zwar anstrengend, vielleicht auch nicht immer ganz toll, aber... Richtig, das hat richtig Spaß gebracht. Das war, und dieses Ziel hier habe ich mir wieder richtig toll ausgesucht, das muss ich sagen. Ja, ein Radler muss es natürlich noch mal geben hier, um den Abend ausklingen zu lassen. Und das ist ja wieder das beste Plätzchen ever. Boah, ja, das ist Urlaub, das ist echt, das ist doch Radreisen, wie es richtig Spaß bringt. Also deswegen bin ich auch los, ja, zumindest für eine kurze Reise. Wow, und das ist so... Ja, so schön wird, habe ich jetzt nicht mehr erwartet, nachdem der Tag ja doch ziemlich, ja, doch relativ feucht war. Ich habe Glück gehabt, hier muss es sogar noch mal richtig gegossen haben, die eine Regenpause. Die habe ich ja noch gut genutzt. Oh, aber toller Weg an der Spree, toller Weg an der D4 jetzt. Ja, und wo es morgen weitergeht. Einige können sich das wahrscheinlich schon denken, wenn ich zurück nach Cottbus will. Wenn nicht, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Aber es, naja, die meisten kennen das wahrscheinlich noch aus Komoot oder... Instagram, da wisst ihr schon Bescheid, wo es morgen längst geht. Auch wieder tolle Stadt morgen. Zittau brauche ich jetzt noch nicht zeigen, habe ich ja jetzt erlebt. Aber morgen kommt auch noch wieder eine tolle Stadt, mindestens eine. Boah, da freue ich mich echt drauf. Mal sehen, wie morgen das Wetter wird. Vielleicht wieder besser.
Dasselbe Wetter ungefähr ist wieder vorhergesagt. Mal sehen, was es gibt. Also heute war es richtig schön. Es hat hoffentlich schöne Bilder gegeben. Ja, auf einer Strecke, ja, mit dem ganzen Kram. Hier sind das über 90 geworden. Und natürlich auch etliche Höhenmeter. Aber schöne Bilder hat es bestimmt gegeben. Also denn, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Moin Moin. Prost und tschüss.